Jetzt am Wort ist Gerhard Deimek von der FPÖ. Ist es wirklich wert, dass er breite Zustimmung erhält? Und der Kollege Stöger hat ja schon erklärt, wie lange es manchmal dauern kann und dass es wirklich Kraft braucht, ein Thema auch durchzuziehen. Daher mein Dank nicht nur dem Kollegen Stöger, beziehungsweise allen denen, die den ursprünglichen Antrag gestellt haben, sprich Stöger, Hafenecker, Margreiter, auch und vor allem den Vertretern und Anwälten, die sich für die Behinderten eingesetzt haben, dass das Kraft wird. Was ich mich aber frage bei der ganzen Geschichte von 2020, wo man als erstes einmal reagiert und sagt, man macht mal einen eigenen Entschließungsantrag und dann braucht es noch immer 2 Jahre, dass man den Entschließungsantrag der Regierungsparteien umsetzt. So schwer glaube ich aber nicht, dass das im Endeffekt sein kann. Gut, jetzt nach endgültig 2 Jahren haben wir es geschafft, dass die Behinderten nicht mehrfach zahlen müssen. Und dann kommt trotzdem noch was. Um 10.52 Uhr kommt dann ein Abänderungsantrag mit der Entschuldigung, ja, es ist nicht früher gegangen, der aber inhaltlich, und so ehrlich muss man sein, die Mopedprüfung betrifft und auch inhaltlich alles okay ist. Aber was hätte man gemacht? Erstens, wenn heute keine Führerscheingesetzdebatte wäre, wenn wir keine dringliche gehabt hätten, hätte man dann vielleicht unter Straßenverkehrsordnung oder unter Hochwasserprogramm hätte man dann eine Führerscheingesetznovelle gemacht. Das ist ein System, wo ich mich frage, ist in diesem Ministerium, dem BMK, eine koordinierende Kraft, eine Kraft, die Themen treibt, die für die Bevölkerung wichtig sind? Ist dort vielleicht auch Krisenmanagement vorhanden? Und ich komme zur Antwort, bei aller Liebe und bei allem persönlichen Verständnis für Situationen, Krisenmanagement, vorausschauende Planung, die sieht eigentlich anders aus. Und wenn ich mir gleichzeitig alle möglichen Themen anhöre, die in Ihrem Ministerium, Frau Ministerin, getrieben werden und die in Ihrem Ministerium wichtig sind offenbar, dass man anscheinend ökologisieren soll, Energiewende, dass man aus dem Öl raus soll, dass man aus dem Gas raus soll. Und dann kommt in der Krise die Debatte, ja, wir fördern sogar nicht den Umstieg aus dem Öl, wir fördern den Umstieg ins Öl. Dann ist das dasselbe Krisenmanagement wie bei diesem Abänderungsantrag, der um 11 Uhr ins Hohe Haus reinschneibt. Es ist nicht nur dieses Thema mit dem Öl, im ganzen Energiethema, Frau Bundesminister, herrscht breites Versagen in der Krise. Und es ist nicht nur Versagen in der Krise. Wir haben gleichzeitig in dem Moment, wo sichtbar wird, dass wir möglicherweise keinen Diesel im Herbst haben, dass wir möglicherweise im Winter nicht heizen können, weil man nicht jetzt nur das Glück hat, umzustellen. In der Situation wünschen Sie den Personen vom Klimarat nur viel Glück und danken für die Vorschläge. Die Vorschläge, mit denen alles teurer und noch schlechter wird. Frau Minister, wissen Sie, was Krise ist? Können Sie das überhaupt begreifen und etwas für die Bevölkerung tun? Ich bezweifle es nämlich. Ich bezweifle, dass Sie in der Lage sind, diese Situation, in der sich Österreich befindet und in der sich Europa befindet, zu erfassen und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen. Krisenmanagement geht anders. Sie haben bewiesen, dass Sie es nicht können. Reagieren Sie darauf.